Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ich bin Yannick und ich spiele Northgard. Das ist ja im Moment aktuell gerade bei Steam ziemlich in den Top-Seller-Listen ganz weit oben. Und es sieht ein bisschen siedlermäßig aus und da dachte ich, da habe ich Bock drauf, das gucke ich mir mal an. Und hier seht ihr schon meine Einstellung, die ich spiele. Alistair ist halt immer mein Name. Blau sind wir, Schwierigkeitsgrad normal, Kartengröße mittel, KI-Spieler Nummer 2. Man kann auch auf 3 hochgehen, aber ich wollte erstmal 2 gucken. Siegbedingungen, keine Ahnung, lassen wir mal alles an. Ich will mal erstmal ins Spiel rein. Ich habe überhaupt noch nicht reingeschaut, keine Ahnung. Aber ich habe gelesen, der Bär, vielmehr der Bär-Clan, ist neu dazugekommen. Und deswegen werden wir den auch einfach mal spielen. Ich habe noch keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Ich bin gespannt. Wie gesagt, keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Beziehungsweise schon im Grunde. Aber noch nicht im Einzelnen. Gut, was macht er jetzt? Klick auf Bauen, um ein Gebäude zu errichten. Wild einblicken, ordentlich, um das Gebäude zu platzieren. Bauen, bauen, bauen. Bauen wäre auch B. Okay, es ist noch ein bisschen krass laut. Sound. Aber mal. So. So. Ist schon angenehmer. Bietet mehr Clanmitgliedern Schutz und Unterkunft. Sehe ich irgendwo welche? 1 von 5 Gebäude. Ich habe 4 Dorfbewohner, okay. Speerlager. Wir dürfen jetzt Speer aus, die neue Gebiete erkunden können. Okay. Da steht auch nicht, welches Gebäude ich errichten soll. Holzfällehütte. Ich mache mal eine Holzfällehütte, das wird doch sowieso immer gebraucht. In jedem so einem Spiel. Deswegen bauen wir es einfach mal. 15%, okay. Was hat ein Dorfbewohner? Achso, der sammelt auch gerade noch Nahrung. Kann man den noch irgendwie anleiten? Ah. Ist das? Kann ich aber sammeln? Und wenn ich dem nichts sage, dann. Ich kann die Kamera aber nicht drehen, anscheinend. Was ich jetzt aber auch haben will, ich will ja Sachen erkunden. Wenn ich jetzt einen Speerlager einfach hier hinpacke. Okay. Bildet eure Dorfbewohner zu Holzfäller aus, die in diesem Gebiet Holz schlagen. Cool. Anzahl zu überwiegender Clan-Mitglieder. Muss ich dem jetzt irgendwie. Ah. Ah, jetzt habe ich dem das zugewiesen. Okay, kann ich hier auch neue Dorfbewohner quasi bauen? Generiert neue Dorfbewohner, wenn genug Zufriedenheit herrscht. Ah, okay, alles klar. Erwartete Zufriedenheit, aktuelle Zufriedenheit. Alles klar. Alle 40 Tage soll mir das Ding einen neuen Dorfbewohner geben. Dann machen wir mal 2 Holzfäller, wenn wir die schon mal dabei haben. Und ich hätte gern Speer. Also, was haben wir hier? 8 Holz, ja. Coins. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist anscheinend auch irgendeine Währung oder so. Jetzt haben wir noch Stein, Eisen. Gut, die Standarddinger. Genügungshäuser für 5 Leute. Das heißt, wir sollten mal ein neues Haus bauen. Oh, wir haben irgendeinen Aufstieg gemacht. Ja, was können wir neu bauen? Zumindest gerade eben. Ach, das ist wegen den Ressourcen, konnte ich das bauen. Handelsposten, Marktplatz. Langschiffdock. Okay. Wieso habe ich das Gebiet denn jetzt entdeckt? Ach, weil der Speer jetzt gerade am Spähen ist. Ah. Gute Sache. Gute Sache. Gut, ja, 2 Holz vielleicht. Was ist das eigentlich? Gebäude instandhalten pro Jahr. Okay. Und ich könnte das auch aufwerten. Okay, um den Bonus zu erhöhen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was der Bär-Clan für einen Vorteil hat. Ach, Hammer. Da bist du ja. Bla bla bla. Ah ja, genau. So, der Bau von Haus abgeschlossen. Unsere Spieler haben ein neues Gebiet erkundet. Das ist dann wohl das. Wie kann ich das denn jetzt einnehmen? Besiedeln für 20 Nahrung. Besiedeln wir das einfach mal. Kann ich das hier auch schon besiedeln? Da ist ein Wolf. Da ist anscheinend auch ein Wolf. Okay. Ausbildungslager macht ein Dorf vor. Ich brauche ein Ausrüstungslager. Ach, mit die Tür, genau. Ausbildungslager. So.
Dann packen wir hier mal ein Ausbildungslager hin. Steht hier auch irgendwie, was ich brauche, um mehr Zufriedenheit zu bekommen? Irgendwie nicht, ne? Genau. Auf jeden Fall brauchen wir irgendwie Krieger oder sowas, damit wir den Wolf da wegballern können. Was ist das denn? Ist das ein Bär? Ich glaube ja. Da ist unser Speer. Okay. Das hier kann ich erst besiedeln. Genau. Wenn ich den Wolf gekillt habe. Zu wissen. So, Schildmaid anhören. Panzerbär anheuern. Okay. Und hier kann ich jetzt auch einfach einen Krieger quasi ausbilden. Habe ich das jetzt die Krönster gekostet oder sowas? Der hat 10 Angriffskraft und 50 Resistent. Komm, ich geh mal den Wolf angreifen. Vielleicht kann er den schon killen. Das sieht doch gut aus. Was? 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 Wir werden angegriffen. Oh shit. Töte das. Er wird schon gekillt. Okay, hier wird man also auch mal zwischendurch mal einfach so angegriffen. Das ist gut zu wissen. Achso, der entdeckt gerade das Land. Okay. Was ist das? Steine. So, jetzt will ich aber den jetzt hier reinschicken gerne. Wenn der da fertig ist mit Erkunden. Da hätte ich jetzt mal Bock drauf. Wie viele? Oh. Hier müssen wir gucken. So, wir haben 5 von 5. Haben wir nicht... Ach, ich kann jetzt hier nicht mehr Gebäude bauen, oder wie ist das? Anscheinend, ne? Wo standen jetzt nochmal das mit den Häusern, die ich haben kann? Irgendwo stand doch... Ach da, 8 von 10, alles klar. Gut zu wissen. So, dann bauen wir jetzt hier. Jetzt kann ich ja hier kein Haus hinbauen, aber hier kann ich ein Haus hinbauen. Da will ich ein Haus haben. Nahrungssiedlung. Ich verstehe auch gerade noch nicht. Die sammeln ja einfach Nahrung, ne? Die sind auf Urna irgendwo, keine Ahnung wo. Ja, Brauerei. Ja. Was habe ich hier jetzt noch? Axtwerferlager. Schildknappen, ja. Okay. Ich würde mal so einen Verteidigungsturm bauen, glaube ich. Den würde ich mal hier. Hier kann ich. Kann ich jetzt doch. Ich dachte, hier ist 5 von 5 Gebäude. Oder was? Ich bin mir gerade nicht sicher, was das jetzt mit diesen 5 von 5 Gebäuden auf sich hat. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wo ist denn jetzt mein Speer eigentlich hin? Da ist mein Speer. Geh da mal rein, ich will mal wissen, was da gibt. Ah, das ist wohl ein ertragreiches Land. Sehr gut. Da können wir dann nachher Felder anbauen oder sowas. Das ist auch nochmal Ruin. Hm, okay, der braucht da ein bisschen. Dann wollen wir doch mal... Ich will mir jetzt erstmal einfach nur das Spiel ein bisschen anschauen. Dazu verstehe ich das mit diesen 555 Gebäuden nicht. Ihr habt keine Ahnung. Also zum Aufwerten brauchen wir immer Stein. Das haben wir natürlich noch nicht. Wie viele Krieger können wir denn haben? Steht das denn nicht irgendwie? Ich glaube nicht so richtig. Dann machen wir mal noch einen Krieger hier. Ich will mal noch einen haben. So ein paar Wachposten hier hinstellen. Falls ich dann doch mal angegriffen werde. Außerdem will ich das Gebiet gerne einnehmen. Aber da lebt noch ein Wolf. Komm, den Wolf, den nehmen wir mal eben weg da. Der kann ja nix. Alles klar. Oh, 80 Nahrung, das ist natürlich nicht wenig. Was war das für ein Geräusch? Genau. Schildknappe, Axtwerfer. Meister der Lehren. Was gibt's denn hier noch alles? Na gut, wir haben auch gerade erst angefangen.
So, wir haben hier 5 Dorfbewohner und 2 Holzfäller. Das ist doch in Ordnung. Wie kriegen wir davon denn noch mehr? Konzentrierte und eure Kriegsmeute und für die Gebäudeinstandhaltung verwendet. Das müsste ich mal wissen. Ah, mit dem Handelsposten verdiene ich. Dann brauche ich doch jemanden Handelsposten. Warum arbeitet hier keiner dran? Warte mal, muss ich... Wenn ich jetzt den hier hinschicke... Gehört er dann jetzt zu dem Gebiet hier oder so? Baustelle ohne Arbeiter, produktiv, verwundeter Klammertrieb sinkt um 20%. Wie kann ich die denn heilen? Das brauchen wir auch noch. Ich kein Holz, vielleicht will die Olle da haben. -7. Oh, verdammt. Ich muss irgendwie an mehr Nahrung kommen. Wahrscheinlich auch gerade wegen dem Winter oder sowas. Das ist schlecht. Hat man verloren, wenn das dann zu Ende geht? Ich hoffe nicht. Was war denn jetzt eigentlich hier drin? Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Verdammt. Wo ist mein Speer eigentlich schon wieder? Der entdeckt immer weiter Land. So, wir haben einen Steinbruch, dann können wir... Ist die da jetzt schon eine? Werd mal hier zur... Genau, dann gehst du jetzt Steinhaken, wa? Sehr schön. Trotzdem, wo ist mein Speer? Da ist mein Speer. Gibt's hier 3 Wölfe. Und hier haben wir einen Braunbär. Schicken wir mal noch hier hin zur Verteidigung. Was willst du denn? Handelsposten. Achso, du hast natürlich keine Partner. Ich brauche aber dringend... So, jetzt habe ich endlich wieder ein neues Haus. Dann kann ich auch wieder neue Dorfbewohner kriegen. Wo stand nochmal? Da. 28.000 kriegen wir. Oh. Ups. Wie kriege ich denn jetzt Nahrung? Ich brauche Nahrung. Wie komme ich denn jetzt an Nahrung, verdammt? Gibt es hier irgendwie noch mehr Nahrungsquellen oder sowas? Kann ich irgendwas Nahrungsquellenmäßiges bauen? Speerlager. Nee, ja, Heilerhütte. Kann ich jetzt auch gar nicht so viel mit Fischerhütte. Fischerhütte. Erfordert Fisch. Damit kann ich die Felder. Erfordert Reh. Produktion Nahrung. Vielleicht soll ich das bauen. Wenn ich jetzt noch genug Holz hätte. Erdbeben? Was für Erdbeben? Nix Erdbeben. Ich würde, glaube ich, gerne dieses Gebiet hier haben, damit ich das ertragreiche Land habe. Ich hoffe, meine Krieger überleben das jetzt noch, wenn ich jetzt... Wie soll ich denn Holz lagern? Vielleicht einfach nur nicht ausgeben oder so. Ach, hier sind ja 3 Wölfe. Boah, das könnte echt ein bisschen schwierig werden. Oh. Bitte den. Oh, oh. Verdammt. Ja, das waren dann schon mal 2 weniger, aber jetzt haben wir wieder genug Nahrung. Ist doch auch was Schönes. Ah. Da steht ja direkt auch, wann das Erdbeben kommt. Das ist gut zu wissen. Aber der bleibt jetzt tot, ne? Und der bleibt auch quasi beschädigt. Was ist das? Eisenvorkommen. Gut, gut. Kriege ich denn jetzt hier auch irgendwie diese... Krönens. Ich würde mal, ich sag jetzt einfach Kronen dazu, weil es wahrscheinlich auch Kronen sind. Regelmäßiges Einkommen. Na gut, da vertraue ich jetzt einfach mal drauf. 4 Dorfbewohner.
Ich will aber dieses blöde Land da unten eigentlich haben. Mann, Mann, Mann. Wir sind krank. Ich bräuchte so eine Heilerhütte, ne? Die sollte ich echt mal machen. Warte mal, da brauche ich gar keinen für auswählen. Heilerhütte. So, jetzt kann ich hier nichts mehr bauen. Okay. Dann baue ich das Ding einfach hier hin. Oh. Oh, der war wohl krank. Ups. Okay, ich hätte vielleicht früher eine bauen sollen. Jetzt muss ich hier eine hinschicken. Leute, 3 von Frier. Okay. So, Stein kriegen wir auch langsam so ein bisschen. Holz für Leute brauche ich nicht aufwerten. Ich würde also ein Haus aufwerten, oder? Erfolge Gemeindehaus. Okay, dafür brauche ich 10. Ah, damit kann. Das ist wichtig. Damit kann ich das Bevölkerungswachstum. Das ist sehr gut. Das mache ich doch direkt mal. Ah, schick, schick, neues Dach. Der Bau von Heiler heute ist abgeschlossen. Jetzt brauche ich noch so einen Heiler. Geh da mal hin. So, und jetzt? Kannst du Leute heilen? Oder wie? Halt Holzfäller. Ach, das heilt jetzt automatisch. Ah, geile Sache. So, Nahrung haben wir jetzt auch mal wieder genug. 5 Dorfbewohner. Dann sollten wir mal. Wir könnten doch auch irgendwelche Schildmeids hier. Schildmeid, aber die Baut kostet 150 Kronen. Das ist natürlich nicht wenig. Und den Bär, ich glaube, der ist eher zur Verteidigung, meine ich. Dann mache ich erstmal. Dann gibt mir noch einen Krieger. Und ich konnte ja auch noch. Axtwerfer. Immer so ein Axtwerfer. Oh, mein Speer wurde verletzt. Wo ist er denn? Ach, der schon alles erkundet hat. Ach, da hinten ist er. Ja, keine Ahnung. Kannst du ja zurückkommen und dich heilen lassen oder sowas. Was weiß ich. Die hat jetzt gerade nichts zu tun, weil die dem Speer nicht helfen kann anscheinend. Okay. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Steine gäbe es hier. Ne, ich würde aber gerne mal meine Nahrung sichern. Da das ja irgendwie jetzt gerade so ein Problem war. Baustelle ohne Bauarbeiter. Achso, da muss ich jetzt erstmal wieder einen hinschicken. Stimmt ja. Stimmt ja, stimmt ja. Gebäude ohne Arbeiter. Achso, das ist der Handelsposten. Ja, komm, dann schicken wir da jetzt auch mal eben hin. Jetzt haben wir schon wieder minus 3 Nahrung. Das ist natürlich. Mist, Mist, Mist. Clanmitglieder ohne Beruf. Achso, weil die nichts zu tun hat. Kann ich die jetzt auch einfach wieder zu. Weiß ich nicht, irgendwas anderes machen? Wird die damit wieder zum normalen Bürger? Tatsache. Dann geh mal Nahrung sammeln. Das ist doch gut. Gut, Produktivität, das wissen wir ja. Gleich ist das Erdbeben. Deswegen könnte es schwierig werden. Ich habe Angst, dass wir sterben. Beziehungsweise meine Gebäude. Aber das werden wir dann ja feststellen. So, ich würde jetzt trotzdem immer noch gerne dieses Gebiet hier unten haben. Und dafür müssen diese beiden Wölfe noch weg. Und ich hoffe, das kriege ich jetzt hier mit hin. Da. Mach den. Oh, warte mal. Vielleicht machen wir es jetzt nicht während des Erdbebens. So hat der keinen Job. Oh, oh. Kann ich das denn jetzt reparieren? Kann ich das reparieren? Reparier das. Kannst du das reparieren? Reparier das, ja. Sonst ist irgendwie nichts verletzt, oder? Nö. Nee. Irgendwie nicht. Warum hat der Händler denn nichts zu tun? Jetzt hat er wieder was zu tun. Ja, okay. Ich wollte beide haben. So. Mach dann erstmal das Ding da kaputt.
Jawoll. Weg damit. Sehr gut. Dann können wir das jetzt... Oh, 120 Nahrung. Das ist natürlich nicht wenig. Aber ich würde behaupten, das ist es wert. Damit wir danach mehr Nahrung kriegen. Na los. So, und jetzt kann ich hier ein Feld draufstellen. Und jetzt muss ich den noch nehmen, der hier hingeht und das Ding... Warum hast du nichts zu tun? Ach, deswegen hast du nichts zu tun. Faule Ausrede. Und wir müssen gleich mal ein neues Haus bauen. Oh. Ey. Na gut, zum Glück waren jetzt noch meine Krieger da. Dadurch war es jetzt mal nicht so schlimm. Gut, gut. Ich hoffe, damit ist das Nahrungsproblem ein bisschen gelöst. Jetzt bräuchten wir aber auch wieder einen neuen Heiler. Du hast nichts zu tun, dann bist du jetzt Heiler und heilst wieder meine Krieger. Das ist doch gut. Weil Nahrung schwindet nämlich gerade auch schon wieder, das ist nicht gut. Los, bau schneller, damit wir Nahrung kriegen. Sonst ist gleich hier wieder Meuterei. Jawohl. Und du arbeitest jetzt da. Jawohl. Wir haben Kontakt hergestellt mit Eirik. Anführer vom Rabe-Clan. Der da. Wir sollten schnell unser Gebiet weiter ausbessern. Wird er jetzt eigentlich geheilt gerade von dem Typen? Ich glaube ja. Sehr gut. Dann würde ich gerne noch ein neues Haus bauen. Hier nicht. Bauen wir hier eins hin. Unser Speerstab. Nun denn. Ach scheiße, jetzt funktioniert das Feld nicht mehr, oder wie? Ja, wunderbar. Sammelt der denn jetzt noch? Ich glaube, der sammelt jetzt so Normalnahrung. Minus 5, das ist natürlich nicht gerade wenig. Und Holz kriege ich auch kaum zusammen. Also irgendwie. Tarne. Wie werde ich denn Tarne? Oh Gott, ah. Kriegsmeute. Achso. Gut, gut, gut. Ist hier noch was in dem Gebiet? Zwei Wölfe sind hier noch. Sumpf. Der unbeständige Boden erschwert das Bauen in diesem Gebiet. Hammer. Dann will ich es unbedingt haben. Meister der Wissen produziert. Aha. Was auch immer ich damit mache. Wolfshöhle. Hier werden so lange Wölfe generiert, bis ihr dieses Gebiet beansprucht. Heißt, da erst reingehen, wenn ich genug Leute habe, um das Gebiet wirklich fest einzunehmen. Ich frage mich, wie viel der Braunbär aushält. Was ist das denn für ein Trauger? Gibt's hier auch. Alles klar. Aber ich würde sagen, für die erste Folge war es das schon mal. Ist schon mal ein kleiner Einblick, aber es geht natürlich weiter. Und dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Leider ist dieses Video schon zu Ende, doch hier sind noch ein paar andere Videos, die dich interessieren könnten. Und falls du Lust hast, kannst du mich natürlich auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.